begrüße alle. Ich begrüße alle Kunden, Zuschauer, Facebook-Freunde, YouTuber. Seit 1995 YouTube-Kanal, seit 1995 on air hier im Bereich Web-TV. Web-TV ist heutzutage jedem bekannt. Man braucht ja nur sein Smartphone aufmachen. Schon kann man diese Sendung in erstklassiger Qualität sehen. So, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, weil die neuen Figuren sind eingetroffen. Und sie nennen sich Rook One. Ich habe sie auch noch nicht ausgepackt. Manche packe ich nicht aus. Überlege mir nämlich gerade, ja, das sind die Rook One. So sehen die aus. Die Hauptdarsteller, der Blinde, ja, auch der neue Roboter da hinten. Ja, und da der neue Trooper. Ja, die neuen Figuren sind da. Warum mache ich die Kamera an? Nicht nur, weil wir jetzt die 1:1 Figuren demnächst alle hier stehen haben. So viel Platz ist ja auch nicht da. Müssen wir mal schauen. So auf 4, 5, 6 haben wir uns geeinigt. Zwei sind schon da. Die dritte ist in Vorbereitung. Das bedeutet, wir arbeiten so in Old Republic 4300 Jahre, bevor überhaupt die Episode 1 angefangen ist. Bevor überhaupt hier so ein Rebell auf die Idee gekommen ist, irgendwas vom Todesstern zu stehlen. So, diese junge Dame da ist ja nun mal der Hauptakteur. Mittlerweile sind Frauen Hauptakteure bei Star Wars. Aber warum habe ich jetzt diese Kamera angemacht? Ja, ich habe sie angemacht, weil Walt Disney alles verklagt, was man nur verklagen kann. Das ist kein Scherz. Es gibt eine Lightsaber-Firma, die hat George Lucas hat in den 70er Jahren sich das ausgedacht und unser einer hatte das große Glück dabei sein zu dürfen. Seit über 40 Jahren ist man nur mit dabei und jetzt seitdem 2005 als Hobby. Weil man darf nicht mehr dabei sein. Es gibt auch keine deutsche Promotion mehr, es gibt keine deutsche Unterstützung mehr, es gibt keine europäische Unterstützung mehr. Viele haben ja schon bemerkt, dass man in Europa nicht mehr das bekommt, was man früher hatte. Krieg der Sterne. Hatte man überall, man konnte zugreifen, man konnte kaufen. Ja, sowas hier musste auch bei Disney geordert werden. Disney Paris. Gott sei Dank haben wir unsere Kanäle. Also Disney Paris hat uns diese Figuren schon zukommen lassen von Rook One. Ist nämlich ein Codename Rook One. Der erste sogenannte Kriegsfilm war so um die 16 Jahre gedacht. Disney hat gesagt, ist nicht, runter mit dem Ganzen auf 12 Jahre. Also ab 12 Jahre darf man wieder ins Kino. Und das ist dann in unseren Augen Generation 55 plus und die seit 40 Jahren bei Star Wars beruflich und Hobby, Beruf, alles ein oder dasselbe, in der sogenannten Promotion tätig, auch solche Kostüme tragen durfte. Vielleicht kommt das Kostüm, was wir früher getragen haben, auch wieder hierhin. Darth Vader, weil der ist nämlich auch wieder da. Darth Vader, da ist er. Ne? Darth Vader ist bei Rook One wieder dabei, auch als Figur. Funkelnagelneue Sachen haben die da. Also das ist eine funkelnagelneue Sache, also Kostüm. Ein funkelnagelneues Kostüm von Darth Vader, zugeschnitten auf den Stuntman, der auch über 2 Meter und ziemlich bullig ist. Ein britischer Stuntman spielt diesen Darth Vader. Er muss nicht sprechen, er muss sich nur bewegen. Gesprochen Earl Jones. Und hier in Deutschland mal schauen, ob unser Schauspieler ihn wieder vertreten wird, der halt schon immer unseren Darth Vader in Deutsch gesprochen hat. Wir haben natürlich sehr viele Kunden hier, auch amerikanische Kunden, echte amerikanische Kunden. Und wenn wir dann so ein bisschen philosophieren, die Amerikaner haben das immer alles zuerst. Die Amerikaner sind auf eine Art natürlich stolz auf ihr Produkt, vor allen Dingen die 5001er, also die Generation 501, also die sind sowas von. Also hier in Deutsch gibt es 700 von 501 und hier in unserem Umkreis, also mittlerweile erkläre ich hier feierlich die erste Star Wars freie Zone, die erste deutsche freie Star Wars Zone. Also, Star Wars steht hier seit Beginn als Kulisse, Star Wars für die Show, Star Wars für die Kunden. Wir haben einen schon ab 6 plus aufwärts, der jetzt in den Ferien hier sich halt alles angeschaut und auch ein bisschen gekauft und auch ein bisschen geplaudert hat. Wir überlegen uns natürlich, weil die Sendung soll ja erst 2017, also die Sendung soll erst nach Rook One, also machen wir mal bildfüllend hier, nach Rook One, weil auf Kylo Ren müssen wir ja warten. Kylo Ren, da sagt er, boah, du Ren, das ist ein Ritter. Ein Ritter, der Ritter von Ren.
Er ist kein Master, er ist auch kein Saber-Künstler. Und da sind wir wieder beim Thema Saber, also Lichtschwert. Es gibt eine Lichtschwert-Akademie, eine sogenannte Lichtschwert-Akademie, die George Lucas selbst gegründet hat. George Lucas hat alles früher selbst gegründet und hat auch vieles zugelassen und hat auch vieles nicht zugelassen. Er war ein sehr strenger. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gehört es Disney. Und Disney möchte alles von sich, nur von sich. Deswegen sehen die Figuren bei Hasbro also auch schon ein bisschen gruselig aus. Also die normalen, die so in einem Blister dort an der Wand hängen. So richtig schön finden wir die nicht. So, die 6-Inch und die 6-Inch und 12-Inch, diese Figuren sehen natürlich verdammt gut aus, aber haben ihren Preis. Ich meine, meine Kunden meinen auch, natürlich ist der Preis heiß und der Preis ist wirklich heiß. Und war eben so ein Flieger, so ein Falken für 169 Euro oder sogar in anderen Regalen bei anderen 219 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Das ist sogar sehr viel Geld. So, wir versuchen natürlich durch diese Show einiges vorzustellen und dieses dann etwas günstiger, für die Hälfte vielleicht, dann anzubieten. Ist klar. Wenn man jetzt diese Verpackung hier, die jetzt 69,95 kosten würde, ja, ist frisch, Rogue One läuft ja noch gar nicht, ja, 2017, also ich kriege immer, ja, ab 11., ab 12. könnte sein, dass die Figur erscheint. Wir haben also viele schon geordert, wir haben auch viele Masken schon geordert und Helme geordert, die wir natürlich in der Sendung zeigen möchten. So, wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen Zeit nehme, vor der Kamera hier spreche und die Figuren vorstelle, wie gesagt, wer das jetzt sieht als Zuschauer, wir verkaufen auf eine Art nicht. Wir sind also hier kein Figurenverkaufsunternehmen. Wir sind Dienstleister, wir sind Filmemacher. Wir machen Filme, wir gehören zu filmpool.de und wir gehören zu komparsen.de. Also wir helfen und arbeiten dort und haben natürlich das Copyhaus. Ja, so, das Copyhaus ist so gebaut, als wäret ihr in einem Smartphone. Das heißt, was man in einem Smartphone alles machen kann, könnte man hier Bilder herstellen, Filme herstellen, Figuren, ach, einfach alles. Also alles, was man sich vorstellen kann, kann hier euch gegeben werden und auch besorgt werden. Und um das da mal gesagt zu werden. So, meiner einer ist Videojournalist seit über 40 Jahren, macht er seinen Beruf und hat vieles, 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 wirklich vieles gemacht und über, deswegen Generation 55 plus, schmunzelt gerade, ja, 55 plus und 65 plus, was hält der denn da in der Hand? Nun, andere haben mit der Eisenbahn gespielt, wir spielen mit Krieg der Sterne, Star Wars, und rennen auch in deren Kluft rum. Cosplay nennt man sowas. Also hier, wo wir jetzt hier sind, hier vor Ort, erkläre ich es als Cosplay und Star Wars und figurenfreie Zone. Also die meisten Kunden, also 95% der Kunden können mit sowas hier nichts anfangen. Sie können auch mit so einer Sendung nichts anfangen. Sie können mit dem ARD ZDF seit dem 1.10.2016 Oktober sozusagen auch nichts anfangen, weil die Mediathek von ZDF wird jetzt auch verändert. Es gibt jetzt 50 Formate. Wir sind ein Format davon. Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV, weil wir schon in Ultra HD drehen, um die Qualität also auch schon im Web-TV zu generieren. Auch im Fernsehen, alle, die schon Google-TV haben. Wir haben hier einen Kunden, der halt auch schon Google-TV hat. Wir haben auch Google-TV. Wir können also über Google können wir unsere Sendung ins heimische Fernsehen übermitteln. So, ja, wollte ich also nur gesagt haben, die Zeit genutzt, weil gerade gelesen hier, Disney verklagt die Lichtakademie, die Lichtschwerterakademie. Ja, Lightsaber. Ja, Disney, wie gesagt, hat es aufgerufen. Und wenn man sich die Preise, sogar eine Handpuppe, eine kleine Handpuppe, nur so ein Köpfchen, 17 Euro. Ich meine, ist viel Geld, 34 Mark. Für die, die es noch, ne, Generation 55, Generation 65 plus, meine lieben Freunde, an den sogenannten Fernsehgeräten, ne, oder Smartphone. In der Straßenbahn jetzt. Ja, mittlerweile, ist das nicht herrlich? Mittlerweile kann man alle Zuschauer, alle Kunden begrüßen. In der Straßenbahn, im Bus, im Auto, ja, im Smartphone halt. Bei YouTube, im Kanal Ultra HD Web TV. Oder so weiter. Ja, für die anderen Künstler. Für die anderen Künstler, die man hier nicht so sieht, weil Künstler haben nun mal ihre Privatsphäre.
Wir machen ja ein E-Casting im Green Room, Blue Room. Wir machen eine ganze Menge und wir haben ja auch eine ganze Menge vor an die Künstler, die sonst hier so erscheinen und denen wir so meistens am Wochenende immer tolle Sachen machen. Ja, es waren ja viele Sachen hier gemacht worden. 2016 haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, hatten keine Lust. Bin ja selber jetzt eine Baustelle. Ich lasse mich da jeden Abend da ein bisschen bebauen, damit meine Gesundheit irgendwann im Jahre 2017 hier wieder vor der laufenden Kamera leuchten wird. Ja, ich nahm an, ich wäre erkrankt. Nö, bin ich gar nicht. Bin kerngesund. Dann ist sie eben halt Natur. Ja, Natur. Und das mal eben gesagt zu haben, wenn jetzt einer wieder über mich herzieht und kritisiert, wie ich gerade aussehe. So, beim Friseur war ich jetzt gerade auch nicht. Ich lasse mir das auch immer machen, um das auch mal meinen Zuschauern und meinen Kunden zu erzählen. Ich mag meine Kunden, jeden Kunden, alle Couleur, aller Sprachen, aller Welt. Die kommen ja von überall her. Ja, aber wir bleiben beim Thema Star Wars. The Clone Wars. Ach, was es alles gibt. Viele kennen also The Rebels nicht. Also die Rebels, die laufen demnächst auch wieder. Dann wissen die nicht, was Rogue One ist. Sie wissen nicht, was Krieg der Sterne ist. Sie wissen nicht, was auf sie so zukommt. Sie wissen nicht und so weiter, weil wir hier in der sogenannten freien Zone leben. Hier läuft, also hier ist kaum ein Cosplayer zu entblicken. Einen hatten wir, ja. Das war ein Predator, den grüße ich auch auf diesem Weg. Den Predator, der seiner Arbeit nachgeht und kleine Zettelchen schreibt, denn er gehört zur Stadt. Jo, sein Stadtbediensteter. Wollte ich nur gesagt haben, ich bedanke mich total und recht herzlich für seinen Besuch, für seine Maske. Und ich will hoffen, dass er mit seinem Predator gut klarkommt. Ja. Krieg der Sterne. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. So, an alle Zuschauer, bzw. Gäste, bzw. Kunden, meine lieben Kunden, das ist euer Kundenvideo, heute mal erstellt, heute mal Zeit dazu gehabt, könnte sein, nein, wir haben noch Glück, ich muss immer die Tür da so, immer wenn Kunde erscheint, wird ausgemacht, wir sind ja total vernetzt, wir sind Industrie 4.0, ja, wir brauchen uns nicht bewegen, es wird sich bewegen, wir brauchen nur Bescheid sagen, dann wird das hier gemacht, so wie jetzt gerade eben. Also wir sind vernetzt, wir sind Industrie 4.0, wir brauchen also, wie gesagt, hier ist alles machbar, hier ist alles möglich, hier ist noch viel, viel mehr möglich, wie einer sich das überhaupt vorstellen kann. Ja, also die totale Vernetzung, man kann ja hier, wie gesagt, Google TV, man kann sich alles anschauen, sich unterhalten. Ja, das Wetter. Und schon wird geantwortet. So, zack, Buchhaltung hat, ne, also ich brauche nicht zur Buchhaltung, die Buchhaltung, ne, entfunktioniert hier alles. Wir drücken Knöpfchen und schon wird hier gemacht, ist irgendein Computer nicht in Ordnung, macht das irgendeiner und der liegt gerade in der Badewanne. Ja, ist kein Scherz, ihr könnt in der Badewanne liegen, da hat er einen Laptop oder hat irgendwie, macht er da Wusel, dann sehe ich nur, wie da die Maus hin und her, dann kriege ich nachher einen Klick, fertig, dann ist fertig. Ne? So, wenn ich ein neues Programm brauche, gut, dann muss ich selbst aufspielen, dann muss ja hier auf den Rechner. Aber kontrollieren tun dann die anderen, wisst ihr da Bescheid. So, Industrie 4.0, das sind wir. Mahlzeit! Mahlzeit! An den Computer, ran da. So, wir hatten wieder Kundenbesuch, derweil, wenn so Kunden erscheinen, meine lieben Kunden, dann wird die Kamera natürlich ausgemacht. Es werden natürlich meistens Dreharbeiten am Wochenende gemacht, auch mit den Schauspielern etc. Ja, aber es geht ja weiter mit Star Wars. Star Wars, ich weiß, Star Wars freie Zone, puppenfreie Zone. Also alle Zuschauer, bzw. Gäste, vor allen Dingen Kunden, meine lieben Kunden. Diese ganzen Figuren dort ist natürlich an sich gemacht worden für die sogenannte Kulisse, weil vieles ist hier Kulisse, wenn